So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Anleitungsvideo Arbeiten mit dem grafischen Taschenrechner TI83 von Texas Instruments. Schalten wir den Taschenrechner zunächst ein. Dann hat er sich den letzten Status gemerkt. Kann ich löschen. Zunächst ein kleiner Überblick über die Möglichkeiten des Taschenrechners. Also einschalten, ausschalten, die Zweitbelegung gelb, deswegen die Second-Taste und dann diese Taste. Alle gelben Funktionen sind erreichbar über die entsprechende Taste, über der sie stehen, wenn man vorher die Second-Taste drückt. Alle grünen Vorgaben müssen vorher mit der grünen Taste eingeleitet werden. Also drücke ich Alpha und Matt, erhalte ich ein A. Drücke ich Second und X hoch minus 1, erhalte ich das Matrix-Menü. Und so weiter. Das erstmal ganz prinzipiell. Ich gehe mal wieder raus mit Second Quit. Ich kann natürlich hier in meinem Display mit den Cursor-Tasten mich bewegen. Ich kann einen Eintrag löschen. Wenn ich also mal hier habe, ist gleich, erhalte ich das Ergebnis. Hier kann ich natürlich nicht vorwärts, rückwärts, sondern nur innerhalb meiner Formel. Die letzte Formel kann ich aufrufen über Entry und deswegen Second Entry. Habe ich die letzte Formel, gehe ich vor und zurück. Wenn ich das jetzt einfach mit einem Plus überschreibe, habe ich das neue Ergebnis. Second Entry. Natürlich kann ich auch etwas einfach nur herauslöschen aus meiner Formel. Und wenn ich möchte, kann ich natürlich auch etwas einfügen. Dazu muss ich den Einfügemodus vorher einleiten. Insert mit Second Ins. Kann ich also jetzt hier noch was hineinbringen, mit Enter bestätigen. Das sind erstmal ganz grundlegende Vorgaben. Ja, das Mode-Menü regelt die Grundeinstellungen. Normal heißt also, die Zahlen werden normal ausgegeben. Scientific, die Zahlen werden mit 10er-Potenzen ausgegeben. Engineering, 10er-Potenzen in Dreier-Schritten. Float, hier regeln wir die Anzahl der Nachkommastellen. Float heißt so viele, wie er halt berechnet. 0 heißt keine Nachkommastelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zwingend. Notfalls werden sie mit Nullen aufgefüllt. Radian and Degree, das hat was mit den Winkeln zu tun. Wenn wir also mit Winkelfunktionen arbeiten, dann Winkelmaß, also Bogenmaß oder Winkelmaß. Natürlich werden wir meistens das Winkelmaß verwenden, also mit 90 Grad und so weiter arbeiten. Deswegen empfiehlt sich das hier umzustellen. Ja, das hat was mit der Ausgabe der Funktionen zu tun, ob sie als Linien oder als Punkte ausgegeben werden und so weiter. Das muss man also einfach mal durchprobieren. Ich beende den Mode-Einstellungsmodus mit Quit, bin ich wieder an meinem Display. Mit Clear kann ich das Display löschen und kann also neu anfangen. Ja, wir haben hier einige wichtige Menütasten, zum Beispiel das Mathematikmenü. Da sehen wir schon hier an dem Pfeil, dass da noch mehr Punkte vorhanden sein müssen. Ja, wir können auch nach rechts gehen. Hier oben haben wir also in diesen Tabs weitere Funktionsgruppen. Das Ganze wechselt zyklisch durch, vorwärts, rückwärts. Auch nach oben funktioniert deshalb. Bin also dann gleich ganz unten. Ja, das geht natürlich auch mit zum Beispiel dem Winkelmenü oder mit dem Listmenü, den Listen oder dem Statistikmenü. Also das sind Menüfunktionen dahinter. Übliche Funktionstasten von Taschenrechnern, die wir kennen, sind also Sinus, Cosinus, Tangens, die Winkelfunktionen, entsprechend die Umkehrfunktionen dieser Winkelfunktionen oben drüber. Hier einige ganz grundlegende. Diese Taste x hoch minus 1 entspricht also der Taste 1 durch x auf anderen Taschenrechnern. Das heißt also, man bildet mit dieser Taste auf einfache Art und Weise den Kehrwert. Ich zeige es mal. 5, der Kehrwert ist 1/5 oder 0,2. So,
Ja, die 0 wird, die Vornull wird weggelassen. Man kann sie auch beim Eingeben weglassen. Weitere Funktionen, die Quadratfunktion. Also 2 zum Quadrat ist gleich. Weitere Funktion, Wurzel 4 ist gleich und sowas alles kann man hier durchprobieren. Logarithmus braucht man nur noch sehr selten. Diese Taste erscheint mir sehr wichtig, weil mit Hilfe dieser Taste kann ich also Werte speichern. Wenn ich also in einer Berechnung irgendwo eine Zahl erhalte, dann kann ich die natürlich auch, ich zeige nochmal mit einfügen, also einfügen, Komma. So, jetzt habe ich also hier eine Zahl erhalten und ich möchte jetzt diese Zahl abspeichern, weil ich brauche sie dann nochmal und ich will sie nicht immer wieder eintippen oder mir aufschreiben müssen. Das geht relativ leicht mit Store. Jetzt muss ich natürlich sagen, wohin. Dieses ans hier steht für answer, also Antwort. Das heißt, die Antwort der letzten Berechnung, das Ergebnis der letzten Berechnung wird jetzt gespeichert. Und zwar in die Speicherzelle mit dem Namen A. Also man könnte auch sagen, unter dem Variablennamen A gespeichert. So, jetzt muss ich nur noch wissen, ich habe also in A diesen Wert. Und will ich jetzt diesen Wert weiterverwenden, dann mache ich also Folgendes. Ich füge einfach nur den Variablennamen in die Berechnung ein. Und kann auf diese Art und Weise also auch relativ lange Zahlen sehr genau in weitere Rechnungen einfließen lassen. Will ich jetzt wissen, was in A steht, dann verwende ich die Funktion recall, also second. Und dann muss ich natürlich noch sagen, zeig mir mal an, was ich in A stehen habe. Und in A steht immer noch unsere Zahl 295, so. Wir haben also auf diesem Taschenrechner von A bis Z Variablenplätze zur Verfügung. Das heißt also, wir haben 26 Speicherplätze für Zahlen, die wir dann in entsprechende Berechnungen einfließen lassen könnten, auf die oben gezeigte Art und Weise. So, das soll es erstmal ganz grundlegend gewesen sein. Natürlich gibt es noch viel mehr zu sagen, das kommt in späteren Videos. Wie arbeite ich also mit dem Grafikteil des Taschenrechners? Oder was kann ich hier unten mit diesem MEM-Teil machen? Schauen wir nochmal kurz rein. Da können wir also sehen, welche Software auf dem Rechner läuft. Wir können also alle Einträge löschen, alle Listen löschen, Archive löschen und so weiter. Und wir können sogar ein echtes Reset machen, den Taschenrechner also in den Ursprungszustand zurückversetzen. Ja, das sollte man vielleicht doch noch gewusst haben. Alles andere dann, wenn wir über die entsprechenden Tasten und die dahinterliegenden Funktionen im Detail in einem Anleitungsvideo sprechen. Ich hoffe, dass das hilfreich war und wünsche viel Spaß.